is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Es wird den Anschein haben, als fiele die Gemeinde. Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Satan wird seine Wunder tun, um damit zu betrügen. Er wird seine Macht als die höchste hinstellen. Es mag den Anschein haben, als fiele die Gemeinde, aber sie fällt nicht. Sie bleibt bestehen, während die Sünder in Zion ausgesichtet werden, die Spreu vom kostbaren Weizen getrennt wird. Das ist eine schreckliche Zerreißprobe, doch sie muss stattfinden. Nur solche, die durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses immer wieder überwunden haben, werden unter den Loyalen und Treuen gefunden. Sie haben weder Flecken noch Makel der Sünde. Keine Lüge ist in ihrem Mund. Die übrigen, die ihre Seelen reinigen, indem sie der Wahrheit gehorchen, werden durch diesen Prüfungsvorgang nur noch stärker. Mitten im Glaubensabfall treten sie in heiligem Schmuck auf. Ich weiß, dass der Herr seine Gemeinde liebt. Sie soll nicht aufgelöst oder in unabhängige Teile zerspalten werden. Dafür gibt es auch nicht den geringsten logischen Grund. Es gibt nicht den geringsten Beweis, dass so etwas geschehen wird. Alle, die auf diese falsche Botschaft hören und versuchen, andere damit zu verseuchen, werden irregeleitet und bereit, schlimmere Täuschungen anzunehmen. Sie werden fehlschlagen. Es ermutigt mich und ich empfinde Segen, wenn mir bewusst wird, dass der Gott Israels immer noch sein Volk anführt und dass er weiterhin mit ihm sein wird, ja, bis ans Ende. Wir können jetzt nicht das Fundament verlassen, das Gott gelegt hat. Wir können jetzt nicht in eine neue Organisation eintreten, denn das wäre der Abfall von der Wahrheit. Die Gemeinde, die bald in ihren schwersten Kampf eintreten wird, wird für Gott der kostbarste Gegenstand auf Erden sein. Die Verschwörung des Bösen wird von unten her kräftig geschürt. Satan wird alle möglichen Vorwürfe gegen die Auserwählten schleudern, die er nicht mit seinen satanischen Tricks und Lügen täuschen und betrügen kann. Wird aber Christus, der zum Fürsten und Erlöser erhöht ist, damit er Israel Buße und Vergebung der Sünden bringe, wird unser Stellvertreter, unser Haupt, sein Herz verschließen oder seine Hand zurückziehen? Wird er sein Versprechen brechen? Nein, nie, niemals.